So, wir sind wieder da. Hopp. Dann machen wir uns mal auf den Weg zurück. Und stellen da mit ein paar Planken. Ach, jetzt eine Fledermäuse. Noch direkt ein Lager hin. Einfach nur, um es unserem armen Zombie leichter zu machen, durch die Walachei hier durchzukommen. Hopp, habe ich nicht mehr viele. Also noch ein paar neue schneiden. So. Schön. Jetzt hoffe ich natürlich auf einen schönen Steady Flow von neuen Eisenbarren, wenn das der fertig ist. Kann ich auf dem Rückweg noch mal ein bisschen an den Bäumchen rütteln. Schön durch den Wald hier brettern. Ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, wenn ihr hier etwas verpasst habt. Das wird alles hochgeladen. So, Eisenerzlager. Kann man hier unten dann schön hinstellen. So, wie steht es denn mit hier oben? Ja, schon fast fertig. Jetzt will ich gucken, ob es funktioniert. Das wird ja bestimmt nicht mehr so lange dauern. So, viel mehr kann ich jetzt auch nicht machen, außer die Sachen so dahinstellen. Fast fertig. Noch ein winzig kleines Stückchen. Ja, noch ein kleines Stückchen mehr. So. Und da guck mal einer an. Da macht sich aber jemand ordentlich auf die Socken. Er wird wahrscheinlich den legitimen Weg gehen. Ich gehe mal hier unten rum. Und scharwinzel mich hier durch den Wald. Rüttel hier noch und da noch an ein Bäumchen. In Hoffnung noch auf noch ein paar kostenlose Bienen. Oh, und diese Hoffnung wird nicht enttäuscht. Da leider schon. Und da kommt der Zombie. Ich hau hier noch einen Stein aus dem Berg. Da kommt er lang gepienst. Der gute Holter die Polter. So. Yep. Da kommt er an die Socken. Und legt hier hinten einen Eisenknödel rein, den ich dann hier klein schneiden kann. Und dann kann ich damit nicht viel machen, denn so, jetzt. Ja, jetzt kann ich die Sache dann wieder einsammeln.
Das war jetzt natürlich nicht unglaublich viel, aber mit der Zeit wird sich das rentieren. Vor allen Dingen, wenn über die Zeit mehr und mehr Zombies dazukommen. Und jetzt geht's um die Steine, um die Kreissäge. Das hier habe ich gebaut, das war die Zombie-Transportstation. Und... jetzt noch mal kurz gucken, was die... Ach ja, jetzt gehe ich erst mal ins Bett. Ah, nee, bevor ich ins Bett gehe. Oh. Ach, gebratenes Fleisch ist fertig. Kurz eingelagert. Echt gerne Burger machen, mal mit Zeiten. Aber nee, ich wollte mal kurz zum Imker. So, schauen wir doch mal, was es, ob es beim Imker Bienen zu kaufen gibt. Mal nachgucken. Ich habe 7. Ich bräuchte also 13. So. Hast du Bienen für mich? Ja, guck meine an. Ich kann mir 12 leisten. Nee. Warum bist denn du so teuer? Ich kann mir 10 leisten. Aber das erleichtert das Ganze schon mal maßgeblich. Ich hatte nur eine neue Kirche, ist eine ziemlich große Sache für den Vorbereitungsfall. Brauche ich neue Tische, Zimmer und Tische. Fand er gut. Ja, dann kaufe ich dir noch das. Ach, ich könnte ja auch noch so ein Stack Muffins verkaufen. Ne? Nee, 14. Nee, 13? 14 nehmen einen. So. Könnte ich mir, glaube ich, noch die letzten beiden Bienen leisten. Auch noch eine Biene mehr. Naja, die kriege ich schon. Kaum kann ich dir nicht die Kürbis klauen. Du Penner. Naja. Yes! Ich hatte Glück und du bist ein Schmuck. Du bist ein Schmuck. Ich hatte Glück und du bist ein Schmuck. Ach, hast du da oben mir noch was zu sagen? Nö. Sehr, sehr schade. So. Zurück. Ich denke die ganze Zeit immer, das wären auch so kaputte Wagen, die da am Rand stehen. Sind's aber nicht. Schwiethom. So, dafür brauche ich 4 Bretter und 6 Nägel jetzt noch. Dum, 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 dum. Ich baue einen Bienenstock. Ihr könnt mich mal. Das ist dann meiner und meiner allein. Ollen Rattengesichter, ich baue einen Bienenstock. Rampampampada, Bienenstock. Ich will einen Bienenstock bauen. Ich habe gar nicht alles geholt, weil ich nicht sehr klug bin. So. Also wieder zurück.
Trupp, 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 trupp. 6 Nägel, 4 Bretter. Sechs Nägel, 4 Bretter und ein kleiner Leck. So, was haben wir hier? Muss ich wohl noch einen klein hacken. 5 Nägel. Da muss ich noch ein paar Nägel machen. Vielleicht sogar mit Köpfen. Bitte hasst mich nicht für diesen schlechten Witz. So, nochmal Balken machen. Damit ich genug Bretter habe. Jetzt habe ich genug für meinen Bienenstock. Es ist mein... Ich bin ein Vollidiot. Schnell wieder zurück. Ich brauche 4 Bretter. Und keine Planken. Warum habe ich so viele davon? Davon brauche ich noch eins mehr. Tja. Eine Schande. Eine Schande. Irgendwann werde ich mir merken, was ich hier aufschreibe. Zu merken, zu lesen, wenn ich die falschen Sachen mache. Das macht alles keinen Sinn. So. Da, den Stock. Deck mal hier den, der am nächsten ist. So. Und da werde ich jetzt bald beste Bienensuppe herauszehren können. Ich habe so die Vermutung, in Bälde muss ich wohl mal prüfen, was oben bei der Mine geht. Denn auch wenn ich größtes Vertrauen in meine kleinen lieben Zombies da oben habe, habe ich es dann doch irgendwie nicht. So, Bienen fertig. Dann kann ich mich jetzt ja um die Kreissäge kümmern. Also, ich habe schon 9 von diesen komplexen Eisenstücken. Da brauche ich aber noch mehr. So, Kreissäge, ich brauche 10. Also brauche ich eigentlich nur einmal so ein Ding. So, und dann ist fertig. Säge. Oh, die hat sogar hier unten noch Platz. Das finde ich gut. So. Oh. Ja. Da kann ich das Ding da oben abbauen. Weg. Zack. Dies wird alles so Holzstückchen. So, das hätten wir erledigt. Und da könnte ich jetzt mit noch so einem Holzklotz. Habe ich den einen Zombie einfach für eine ganze Weile gegeben.
Das tut mir jetzt ja schon doch fast ein bisschen leid. So. Hm. Wobei sich es halt auch in Grenzen hält, aber ein bisschen natürlich trotzdem. Der Arme liegt da so rum. So, Holzbalken. Ich sagte mie und nicht psch. Naja, ich könnte hier draußen ja auch noch ein bisschen Wasser einlagern. So, jetzt habe ich Holzbalken. Zwölf. Warte. Was brauche ich? Ach ja, genau, um da durchzukommen. Das war die nächste große Frage. Um da durchzukommen. Im Gewölbekeller. Vier Metall und 10 Keile. Ich wünschte, ich könnte das Aussehen meines Charakters dann noch ein bisschen verändern. Aber ich sehe es nicht kommen. Ich sehe es nicht kommen. Naja, 10 Keile. Zack. Und 4 Holzdinger, 4 Metalldinger hier. Schon lange keine Leiche mehr angekommen. Sollte ich vielleicht bald mal wieder Möhren nachlegen? So, wir machen den Weg frei. Durchlaufen. Schön. Das hier muss ich auch noch freiräumen. Brauche quasi dasselbe. Und dann komme ich von da aus sehr, sehr flott hier runter. Und wenn ich dann noch hier oben das freiräume, dann komme ich von meinem Haus aus so schnell in den Kirchenkeller. Oh, da brauche ich auch nur das dafür. Hm. Da muss ich nicht mehr den ganzen Weg um die ganze Kirche rumrennen. Das wäre natürlich schon saupraktisch. So, Alchemiemühle. Ich glaube, dafür habe ich fast alles da. Fast alles. Gut. Da, der Pope ist schon angekommen. Dann kann ich hier schon mal nicht predigen. Habe ich das jetzt hier unten reingelegt oder bei mir ins Bett? Ja, da ist nur die Lappenpredigt. Da werde ich da wohl keinen Blumentopf gewinnen. Hier will auch kein Blumentopf, so unter uns.
Den Baum will ich eigentlich nicht fällen. Der sieht hübsch aus. Holzscheite machen bitte. Und die hier zweimal klein hacken. Und dann hier unten noch ein paar von diesen Einzelteilen. 6, da dürften genug übrig bleiben am Ende. Ja, ich habe jetzt 8. Perfekt. Das ist ziemlich genau die Menge, die ich brauche. Und habe ich hier irgendwas, was ich hier reinlegen kann? Ja, mehr Honig. Kann ich hier mein Gebet rausnehmen? Dann breche ich hier durch die Wände. Einmal. Kommt rein, ihr Nudeln. Ich habe mit euch zu quatschen. Oh, ihr großen Nudeln. Gebt mir Glauben, denn ich bin hier der König. In diesem Haus habe ich die dicksten Eier. Ich danke euch, ich danke euch. Jetzt geht und gebt mir noch Geld auf dem Weg nach draußen. Träumchen. Machen wir so. Jo. Für all euren Glauben habe ich leider keinen Platz. Ich bin nämlich schon ein ziemlicher Assi. Ah ja, wo lagere ich denn das ganze Öl ein? Jetzt sind die jetzt verbunden, die Keller? Das finde ich schon cool. Also ich meine, sie sind es rein räumlich gesehen schon. Habe ich den ganzen Kack jetzt mitgenommen? Nee, habe ich natürlich alles vergessen. Hier, Glauben wollte ich hier noch da lassen. Und das Ding auch. So. Und hier, da wollte ich noch durchbrechen. Mach die Türe auf! Ich kenn hier mal gar nichts. Zack. So. Jetzt gehe ich ins Bett. Mitten am Tag. Weil es wird gerade dunkel draußen, ne? Stimmt, ich wollte da noch ein Weinfass bauen. Ech. Kleinkram. Kleinkram, sag ich nur. Habe ich bereits Kleinkram gesagt. So, jetzt wach mal auf hier. Keine Zeit mehr für deinen Hanebüchern, Kokolores. Ja, stimmt. Ich wollte ja noch. So. Kannst du mir nämlich nochmal hier 2 Leichen rumbringen. Ja, warum kommt denn da eigentlich jetzt kein neues Erz von oben? Was stimmt nicht mit euch? So. Also. Er hat jetzt mal hier noch die Mücken. Immer wieder vergesse ich meinen Komposthaufen. Es ist ein Frevel. Die
diesen Komposthaufen. Na, immerhin. Immerhin nichts. Ich habe keinen weiteren Hanfsamen bekommen. So, Möhren. Möhren müssen geerntet werden. Möhren. All diese Möhren. Ich brauche sie. Für den Esel. Und ich habe nicht genug Möhrensaat. Denn ich bin ein beschissener Bauer. So einen schlechten Bauern habt ihr noch nie gesehen. Ich habe so viele Ernteabfälle. Das ist schon nicht mehr feierlich. Aber glücklicherweise kann man ja Saat irgendwo herstellen, außer Hanfsaat, was eine Schweinerei ist. Ich brauche sehr viel davon. Beziehungsweise brauche ich gar nicht so viel davon. Ich brauche eigentlich nur Fett. So. Jetzt habe ich üppig Möhren. Kann ich mal ein bisschen was hier davon reindengeln. So, jetzt kriege ich Leichen, Leichen und nochmals Leichen. So viele Leichen werden mir jetzt hier in mein Gehäuse gespült. Da werdet ihr euch noch umgucken. 2 Teig da drin. Ne, 5. 5? 5? Wieso 5? Ah, weil jeder Muffin. Ich muss gar nicht mehr hier rumgehen. Aber weil ich dumm bin und die Sachen nicht mitnehme. Also. Ich brauche 6 Planken, 4, ach fuck, die polierten Steine, kann ich die beiden schon mal mitnehmen. Nicht, dass sich das jetzt viel tut, weil ich ohnehin hin und her rennen muss, wie ein Honk, aber man muss es halt machen, ne? Normale Metallteile. Normale Metallteile. Oh, ich werde von Muffins verfolgt. So, 3. Jetzt brauche ich noch 1. Damit hier auch. Da ist er. Also. So. Unter uns. Da ist keins. Man kann es ja nicht auch einfach einen Barren gießen. Einer. So ein kleiner Backen. So. Jetzt habe ich alles. Komm, Muffins. Läuft ja dieser Typ dauernd durch seine Gewölbe, fährt sich hier links und rechts die Muffins in den Backen. Oben und unten. Und ist ein so großer Idiot, dass er vergisst, sich noch 2 Holz mitzunehmen, obwohl er es eben mehrfach gesehen hat. Aber gut, es ist ja auch schon nach 1 Uhr. Außerdem finde ich es gut, von Muffins verfolgt zu werden. So. Mach die mal kurz fertig. Mehr Muffins. Immer wenn man durch diese Tür tritt, bin ich der festen Überzeugung, Muffins sollten bereitstehen. So. Alchemie-Mühle. Schön. Steht der Bums auch endlich?
sollte ich da Graphit rein tun? Was? Was passiert, wenn ich das da rein tue? Da kommt Chaos-Puder dabei raus. Okay. Ich brauche hier wohl noch eine neue Kiste. Aber es gibt hier keine Kisten. Deswegen brauche ich hier wahrscheinlich ein Alchemieregal. Naja, ich brauche Graphit. Ja, wer macht denn's? So, Graphit. Ja, zwei Graphit mit runter. Daraus wird dann die schwarze Farbe. Ja. Mit dem Wasser in dem Alchemietisch. Dann habe ich Tinte. Leiche. So. Hier. Wieso kann ich das Graphit jetzt nicht da klein schreddern? Und hier auch nicht. Das muss jetzt erst einmal herausgefunden werden. Graphite Powder. So. In die Alchemiemühle. Ja. Ja, ich. Also. Mal ganz kurz genauer erschlossen werden. Ich habe jetzt Graphit. Und ich vermute, ich muss es wirklich erst einmal erforschen. Na, glücklicherweise habe ich noch genug Erforschungspower. Zack. Jetzt kann ich das Graphit da reindingeln. Dann kommt Graphitpulver bei raus. Das tue ich dann hier rein. Mit. Ich habe kein Wasser dabei. Aber potenziell kommt das da rein. Naja, jetzt gehe ich erstmal hier rüber. Und check mal die Leiche aus. Guten Tag, werter Herr Leiche. Könnte auch Frau Leiche sein, ich weiß das nicht. Sie sehen solide aus, aus ihnen mache ich die Schönste am Ball. Den Schönsten am Ball. Wer weiß das schon? Zack, zack. Ach, Träumchen. Träumchen. Nehme ich doch direkt mal mit nach oben. Danke, Esel. Darf aber nicht mit in diese Reihe da unten. Da liegen nur die Guten. Ach, da darfst du. Da liegen, oh, irgendwelche Leute. Hier liegen doch nur die Guten, oder? Oh, du bist aber gar nicht so gut. Du musst da eigentlich raus. Ich wollte mich hier ganz, ganz viele Gute direkt nebeneinander legen. Dir kann ich den Grabstein da abnehmen und einen besseren hinstellen. Hm, du bekommst noch einen schnieken Grabzaun. Ja, du auch. Du musst noch exhumiert werden. Soll ich das jetzt kurz machen? Nee, denn ich kann es mir nicht leisten.
Naja. Immerhin verbuddelt bist du flott. Ja, wie gesagt, ich habe vergessen, Wasser zu holen. Das muss ich dann noch kurz machen. Hier noch ein bisschen Fett rein. Ach, es ist wieder Händlertag. Händlertag ist ein guter Tag. Dieses Mal muss ich dann auch wirklich in die Stadt. Händlertag heißt. Erstmal kurz gucken. Blöp, 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 blöp. Schwarze Farbe. Perfekt. Wie bitte? So, Graphit, Pulver und Wasser. In der Reihenfolge, nicht andersrum. Schön. Schwarzer Farbe kann ich hier Tinte herstellen. Blödsinn. Da. Tinte. Ja, schwarze Farbe, Wasser und hier so ein gegelförmiges Gefäß. Das muss ich oben noch kurz gießen. Aber unabhängig davon geht es jetzt erstmal kurz zum Händler. Ich habe zwar nicht wirklich Geld. Ich habe ja noch eine oder zwei Beerdigungsbescheinigungen, die kann ich hier noch verkaufen. Eine. Ja, üppig ist anders, das ist richtig. Also kriege ich von dir vielleicht noch ein bisschen was. Saat. So knapp. Das kriege ich aber hin. Da kann ich noch einen Muffin oder so verkaufen oder vier. Ich brauche diese nächste Saat noch. Hier. Sechs Muffins kann ich verkaufen. Schön, schön, schön. Und dann wird mal rüber gedampft. Ah, da muss ich auch noch durch. Wenn ich das noch weggeräumt habe, dann habe ich hier im Keller eigentlich so ziemlich alles freigeräumt. Weitestgehend. Obwohl. Nee, komm du mal mit. So, du kannst hier bleiben. Du nicht. Aber ach, ich hole ja so 12. Ich weiß ja nicht, wie viel ich brauche. Nee, 12 will ich behalten. Also 12. Ich gebe hier aber alles rüber und nehme dann 12. Umständlich wie die Sau, aber ich bin ja halt auch nicht der Klügste auf diesem Erdenrund. So. Mit dem ganzen Gedönse komme ich an meinem Klohäuschen mal wieder nicht vorbei, aber da will ich noch und gehe dann hier oben. Ah ne, ich habe da nur den Wein selbst eingelagert, aber nicht die Saat.
Habe ich denn... Ach, so ein bisschen Erde wäre nicht schlecht. Muss ich gleich eh holen. 3. Na. Das ist ja unglücklich geraten. Die kann ich auch nirgendwo wahrscheinlich herstellen. Hm? Ja, muss ich das erstmal erforscht haben in meiner Forscheritis. Traubenkern. So. Zwei brauche ich noch. Und ihr geht bitte auch mit rüber. Genauso wie mir. Ja, ihr könnt auch noch da bleiben. Beziehungsweise, nee, ich nehme euch mal mit. Dann kann ich euch nämlich schon mal in den Keller legen. Schöne, gute Trauben pflanze ich hier an. Leider nicht so gut, wie ich es gern hätte. Gut, die kann ich nämlich jetzt hier auch schon mal im Keller legen. Und im Keller wollte ich dann nämlich auch mal... Weinfässer. Die sind ja relativ günstig. Das waren 12 Planken, 5 Metall und 7 Nägel. Jetzt sind so hier die Dinger. So. Davon 12. Das hätte ich schon mal. Hm. 5 Metall. Und 7 Nägel. Was eine beschissene Zahl. Ich hoffe, das geht. Habe ich hier vielleicht noch einen liegen? Ja, muss ich noch eine Packung machen. Blöd. Aber was muss und das muss, ne? So. Und dann mal ab in den Keller, um ein Weinfass zu machen. So. Stelle ich dann mal da hin. So, da muss ich jetzt 2x Eimer Traubensäfte reintun. Das ist machbar. Die muss ich hier erstmal produzieren. So. Oh. Einer kommt aus 15. Krasser Scheiß. Naja. Da werde ich dann wohl noch was warten müssen. Ach ja, ich sollte vielleicht vorne mit der Leiche gucken. Wenn es hier noch einen Durchbruch gäbe, ne? Das wäre ja so unglaublich praktisch. Ja, genau. Jetzt liegt nämlich der arme Specht schon hier so lange rum. Der ist aber auch kacke. Nee, den will ich gar nicht.
Da hole ich mal alles raus. Jo. So, dann tue ich ihn sofort auf den Scheiterhaufen. Zack, zack. Und guck hier oben direkt nochmal, was ich denn nochmal für so ein Dingens brauche. Ich brauche hier für so eine Urnenhalle. Das gucke ich ja gar nicht hier. Hier. Vier Klötze und vier polierte Steine. Ist ja ganz gut machbar. Ich sollte nur auch mal ins Bett gehen. Ja, immer noch kein weiteres bisschen Eisen hier angekommen. Ich muss da oben mal schauen, was da so vor sich geht. Denn das kann ja irgendwie nicht angehen. Ich fühle mich so erfrischt. Das ist schön. So. Polierter Stein. Polierter Stein. Und polierter Stein. So, wie viele habe ich jetzt? Vier. Das ist schon mal gut. Hier werde ich noch kurz den frischen Aufschnitt machen. Und direkt weiterverarbeiten. Zack. So. Die Steine sind fertig. Jetzt brauche ich die Holzklötze. Da muss dann zwei von machen. Nächste Leiche ist da. Dreck. Auch wieder so eine Kackleiche. Naja. Immer zu so Kackleichen. Und das Fett noch raus. Zack. Ja, die kann ich jetzt erstmal hier lassen. Und dann kann ich hier mal flott ein bisschen was von dem Kack ablegen. So, das ist ja schon mal gut. Was ich hier ablegen kann? Also ja, potenziell. Auf jeden Fall. Hier nur so eine Dönse. Aber... Jo. Das habe ich alles schon da. So, das auch. Und das noch nicht. Ich frage mich gerade, ob das... hier untersuche. Ja, das braucht nur Forschungspunkte. Das ist natürlich gut. Dann kann ich nämlich noch einfach ein bisschen mehr Papier machen. So. Das ist nämlich praktisch. Zack. Kann ich jetzt da natürlich nicht hier reinlegen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Das olle Gebet, da könnte ich eigentlich mal kaputt machen. Das braucht ja keiner mehr und ich kann
kann es nicht kaputt machen. Wie unpraktisch. So, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Was wollte ich hier nochmal machen? Okay, mit der Leiche bin ich durch. Muss hier oben wieder Holz hacken. Wie eben schon gesagt, ne? Wie schnell man vergisst, was man eigentlich machen wollte. Ja, der Baum hier ist auch wieder gar. Mein Lieblingsbaum. Ich vermute, es fehlt oben nämlich einfach nur ein Lagerplatz für irgendwas. Das Wasser ist hier natürlich immer die größte Frage, aber... Jetzt kann ich da unten wieder den Scheiterhaufen anrichten. Und direkt den nächsten Abendtropf draufballern. Nächsten fiesen Sünder, der es nicht verdient hat, auf den Friedhof zu gelangen. Aufgrund seiner Boshaftigkeit. Und seiner Übelkeit. Und seiner ganz generellen Bösität. So. Ja, stimmt. Ich wollte eine Urnenhalle machen. Dafür brauche ich komplexe Eisenstücke und zwar 4. Ich brauche gar nicht so viele. Ach ja, haben oder nicht haben, ne? So, Holzbalken brauche ich nämlich. Ich will nicht schon wieder Wasser hier rumliegen haben. Ah. Hier nochmal rein. Das ganze Wasser auch. So. Dann schnappe ich mir hier noch den einen polierten Stein. Das Holz. Jetzt habe ich wieder das blöde Wasser in der Tasche. Baum. Und mit diesem Baum hier. Wenn ich nicht zu grenzdebil wäre, kann ich noch ein paar von diesen Planten machen. Von den Balken. So, und damit kann ich jetzt mit all diesen Dingen, glaube ich, polierte Steine. Ah ja, die Urnen sind schon da. Polierte Steine, Balken und ein Urnenhaus. Naja, und Urnen macht das Urnenhaus. Da dürften ja eigentlich noch Blumenbeete vorpassen.
muss ich mal gucken. Ah, Blumenbeet. Da brauche ich noch zwei Steine für. Aber hier liegen ja potenziell noch welche rum. So. Das wäre nämlich echt sehr cool. Nicht die. Schade. Ich hätte ja echt gehofft, ich könnte die einfach so dahin noch setzen. Ach, naja. Was denn? Dann steht das halt einfach da. Da ist es auch okay. So, 3 Stunden sind durch. Aber hier, die Urnenhalle, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Das kann man sich doch bieten. Ganz kurz, was man hier noch so alles hat. Geist, Wein von silberner Qualität. Handelslizenz. Heilung von seinem Fluch. Ach ja. Eine Sache mache ich aber noch. Das geht ja auch relativ flott. Und zwar, ich gieße das Glas, mache Tinte und bringe noch was Papier zu dem Typen. So, hier. Dafür brauche ich 2. Also brauche ich noch was Sand. Wenn man schon mal da war. Und er ist auch hier oben. Später muss ich noch gucken. Oh, Leiche. So. Sand. Aber hier rüber geeiert, den Sand eingelegt. Und sofort mal kurz das Glas angeschaltet, damit er das fertig kocht. Dann gucken wir doch mal, was der uns hier gebracht hat. Eine ziemlich gute Leiche. Das sind sehr, sehr solide Punkte, die ich da habe. 2, 3, 7. Nicht schlecht. Ja. So. Eine weitere Grabstätte, aber er ist leider keine gute Person. Nicht 100% gut zu kriegen. So viel gut kann ich, so viel Schlechtes kann ich denn doch nicht aus dir tilgen, meine Person. Genau. Ja, Glas ist fertig. Immer so ein Graphit in der Tasche. Will ich eigentlich gar nicht. Also hier den ganzen Bums. Brauche ich jetzt gerade gar nicht mehr. So, alles weggelegt. Ja. Ja. Daraus jetzt einmal ein kegelförmiges Gefäß, bitte. Ja, und aus dem Gefäß
mache ich dann Tinte. Die schwarze Farbe habe ich schon. Was habe ich auch dabei? Ich frage mich gerade, was sich alles aus Hanf machen lässt. Gucken wir da mal kurz nach. Da kann ich eigentlich nur Seil draus machen. Beschleunigungspulver. Beschleunigungsextrakt. Das wäre es auch schon. So. Oh, das wird wohl noch eine Weile dauern. Dann kann ich mich ja noch mal ins Bett legen dafür. Ah, so erfrischt. Ah, wie schön. So. Tinte. Perfekt. Jetzt frage ich mich, ob ich die Tinte auch einfach so noch hier reinschmeißen kann. Nö. Schade. Naja, jetzt muss ich noch Papier machen, dass ich 10 habe. Ja, schön viel Papier. Kann nicht schaden. So. Mit all dem Papier und der Tinte gehe ich jetzt zu unserem Freund, dem Schriftsteller. So. Hallo Wagner. Hier ist Papier. Wagner. Gut, Papier. Papier ist eine Erweiterung der Poetenseele. Es gibt nichts mehr wirklich Poetisches an Papier. Und hier Tinte, großartig. Tinte ist das Blut der Poesie. Das klingt gut. Ich sollte es niederschreiben. Ja, jetzt habe ich alles, was ich benötige. Ich sollte meine Ode an Frau Anmut geben. Aber irgendwie mangelt es mir an Inspiration. Jeder Poet kennt dieses Gefühl. Ich sollte klein anfangen, dann kommt der Rest von allein. Wenn du willst, kann ich etwas Simples für dich verfassen. Umsonst? So ungefähr. Bring mir nur ein wenig Wein, um meine poetischen Säfte in Schwung zu bringen. Aber bitte das gute Zeug. Vergiss nicht, dass ich ein bekannter Poet bin in gewissen Kreisen. Tja... Okay. Zack. Gib's mir wieder ein bisschen, ne? Weiß Bescheid. Ja, ich hätte echt gern dieses Siegel. So schade. Jetzt hier oben wieder rein, bald reinkomme. Bis ich 30 bei Horadrik habe. Wie viel habe ich denn bei Horadrik? So. Na, wo ist er denn? Wagner, Kapitän. Ein Roma-Baron. Oh, der 4 silberne Fischfilets haben möchte. Horadrik. Ich bin vorbeigeblättert und der ist ganz oben. Kaufmann, Frau Anmut, Diggo. Da ist er ja. 20 habe ich bei dem. Okay.
Tja. Tja, tja, tja. Da kann man nichts machen. Na dann. Geht's jetzt nach Hause. Und in die wohlverdiente Ruhe. Hier natürlich noch mal vorher nach meinem Weine gucken. Und vielleicht auch noch ein wenig davon ernten. Bester Wein. Bald bimmelt's bestimmt, weil der bucklige Esel mir wieder ein Tier bringt. Ein Tier, plötzlich eine Leiche. Nee, die brauchen noch ein bisschen. Ja, ich könnte ja noch mal in die Technologien gucken, die ich so lernen kann. Tja. Aber ich habe doch schon den Kirchenarbeitstisch. Oder ist es der zweite? Ja. Sehr, sehr skurril. Sehr, sehr skurril. Ah, das hier ist nur für hartem und weichem Zeug, wenn ich wichtige Teile rausnehme. So ist das also. Reumütiges Gebet. Oh, dann kann ich einen Beichtstuhl bauen. Und das produziert auch Glauben. Und ein neuer Schrein. Das ist natürlich praktisch. Die Sammlerei von Gebäuden und Grundstücken. Das gelernt sie zu managen. Daher verdienst du mit Zeremonien zusätzliches Geld. Sein Kombo-Gebiet. Das wäre schon nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall schon mal das hier. Und dann direkt noch das. Auf jeden Fall, weil man sich eben nichts... Das muss man sich ja gönnen, ne? So, und hier gibt es dann diese fancy Steinkreuze. Ich muss ja noch den... Ja, gut. Das gönnt man sich dann auch noch direkt. Das werde ich jetzt zwar nicht alles bauen, aber ich werde kurz in die Kirche gehen und gucken, wie viel es kostet. Aufgrund der großen und zügigen, auch bekannt als großzügigen Gönnung. Also der hölzerne Schrein hat auf jeden Fall schon mal, ja, der ist auf jeden Fall schon mal was besser. Und so ein Beichtstuhl lässt sich offenbar auch schon sehen. Gut, da ist noch die Leiche, die werde ich wohl noch machen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Oh, ich habe hier noch nicht reingeguckt. Zack, Geld verdient. Ja, wieder Gebiet. Das Blut rausnehme. Und das Fett. Ja. Und das Gehirn. Mist. Aber wenn ich das Hirn jetzt wieder einsetze. Jo. Und vielleicht das Herz. Hm.
Da haben wir wieder einen nahezu Heiligen. Er ist zwar nicht sehr, sehr gut, aber er hat nichts Böses an sich. Damit kann ich ihn problemlos hier neben setzen. Zack. Schön. Ja, das wäre das. Damit gehe ich ins Bett. Und das tue ich dann auch in echt. Es ist nämlich schon spät genug. Deswegen sage ich euch hier Tschüss. Und gute Nacht oder guten Tag, je nachdem, wann ihr das hier guckt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Soul.